So, und hiermit Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, das letzte Mal, was hatten wir das letzte Mal gemacht? Natürlich, wir haben den Orbit endlich geschafft. Und jetzt gucken wir mal hier direkt nach Missionen. So, hier den Moon erkunden. An ihm vorbeifliegen, okay. Kriegen wir nochmal 22.000 Vorschuss. Das ist sehr gut. Und ansonsten haben wir. Noch zwei Touristen, die suborbital fliegen wollen. Das ist doch perfekt. Weil wir brauchen nämlich noch ein bisschen Geld. Weil wenn wir das Ganze hier ausbauen, da zack, ist schon mal sehr viel weg. Oi. Flugplanung verfügbar. Ja, müssen wir durch. So, dann bleiben uns noch 100.000. Was nehmen wir? Ich denke, wir nehmen erstmal die Triebwerke hier. Das wird wohl, denke ich, das Bessere sein. Ja, doch. Bei den kleinen Terrier brauchen wir jetzt halt. So. Halt wieder dahin geklickt, ne? So, weil guck mal, das hier kostet 225.000. Das ist echt. Können wir uns noch nicht leisten. Aber wir können jetzt eine Rakete bauen, die etwas effizienter ist. So, um die Forschung müssen wir uns jetzt erstmal keinen Kopf machen. Sehr viel wichtiger ist, dass wir hier eine Rakete zusammenbasteln, die es zum Mond schafft. So, da wir diese 30-Teile-Beschränkung haben, werde ich auch die großen Teile jetzt benutzen. Und ich hoffe, dass wir das dann demnächst irgendwann mal gelöst bekommen. So, dann packen wir mal noch ein bisschen Forschung hier ran. Kann ja nicht schaden, ne? Ah, nee, so viel darf ich nicht einpacken. Naja, komm dann. Wegen den Teilen halt, ne? Ah, ja, die Teile funken einen jetzt voll rein. Naja, egal, ist nicht so schlimm. Nehmen wir halt alles nur einmal mit. Haben wir halt Pech gehabt. So. Lass mich mal gucken. Den hier. Ja. Weißt du was? Wir nehmen uns noch einen ganz kleinen Tank. Und dann packen wir hier schon mal den Terrier ran. Warum den Terrier? Weil, guck mal, der hat hier auf Kerbins Oberfläche schon ganz gut Bums, aber wie stelle ich das jetzt nochmal um? Da. Wenn wir jetzt hier mal auf Vakuum gucken, hat er hier 2600 Meter die Sekunde, deswegen nehme ich den jetzt auch. Der ist nämlich sehr effizient im Weltraum. Dann brauchen wir wieder einen Entkoppler. So. 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 Wir nehmen mal das Schwenker. Reicht das? Ja, das schwenkert noch gut nach oben. So, ich mach mal diese Einblendung hier ein. Weil wir können halt schwer sein, aber die blöden Teile halt, ne? So, schafft er das dann immer noch? Ja, schafft er. Oh, wird das reichen? Naja, was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist erstmal was zum Entkoppeln. So hier. Ja. Hättest du Bock, das mal doppelt hier dran zu machen?
ist das gerade? Scheint so, ne? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben noch 8 Teile über. Auf die Flügelchen verzichte ich jetzt mal. Ich nehme lieber 2 davon. Dann begrenzen wir hier noch ein bisschen Schub. Ja, so ist das gut. Und... Ja, was machen wir denn jetzt noch? Am besten hier nochmal ein paar Autostreben. So, Autostrebe. Dann da vielleicht noch eine Autostrebe. Hier unten noch eine Autostrebe. Und hier nochmal eine Autostrebe. So. Dann ist das Ganze so ein bisschen verstrebt. Ah, das macht mich jetzt kirre. Ja gut, wir haben noch Teile über. Fallschirm ist dran und alles ist gut. Dann würde ich sagen, ja, klatschen wir halt noch Forschung dran, was geht. So, und noch ein Barometer oder so. Oh Gott! Was ist das denn jetzt? Böses Barometer. So, jetzt haben wir Einzeldinger, ne? Ja, so 1, 2, 3. Zwei, drei. Und zwei und drei. Ja gut, so würde ich das Ding jetzt fliegen. Schauen wir mal, ob unser Plan aufgeht. Forschung haben wir auf jeden Fall jede Menge am Start. Uff, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Mal schauen, wie das laufen wird. So, SAS ist an. Wir kontrollieren nochmal die Stufen. Ah, es scheint aber alles okay zu sein. Okay. Na dann, wünscht mir Glück. Es geht auf jeden Fall nach oben. Das soll sie ja auch tun. Ob wir damit bis zum Moon kommen? Ich weiß es nicht. Ich bin skeptisch. Sehr skeptisch. Ah, jetzt ist die Anzeige da. Boah, ist das Luxus. Ein purer Luxus. So. Ja gut, Gravity Turn hat nicht funktioniert. Müssen wir halt auf den Turn verzichten. Können wir jetzt machen. Oi, 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 oi. Und umkippen darfst du auch nicht. Komm, Luftstrom, komm, komm, komm. So, wir sind bei 26, 28 Kilometer. So, ich schieb mich mal hier schon mal in die seitliche Position rein. Noch haben wir genug Saft, sagen wir es mal so. Beim Terrier haben wir ja auch noch ordentlich Saft. Passt so 42.000, 44, 45. Das sieht alles ganz gut aus. Boah, bin ich glücklich, dass ich jetzt dieses Tool da hab, ne? Das ist eine unglaubliche Erleichterung. So, dann gebe ich hier mal schon mal auf die Seite. Jetzt sollte nichts mehr passieren. So, 58.
Ah, das ist ziemlich eng noch. Soll es immer noch ein bisschen steigen. So, 66, 67, 68, 69. So, jetzt können wir seitlich geben hier. So, ich x das mal weg. Warum weg xen? Weil wenn man x drückt, dann gehen die Berge aus. So. Gut. Jetzt warte ich mal, bis wir hier ein bisschen aufgeholt haben. Und dann versuchen wir die so, ja, so 10 Sekunden vor uns zu halten. Okay. Und geben wir Boost. So, das ist wundervoll. Wir wollen halt die Apoapsis nicht überholen. Das ist halt wichtig. Deswegen, ich versuche das hier so 5 Sekunden oder sowas, so 10 Sekunden immer zu halten. Wenn ihr mal die Maus guckt, hier das hier meine ich. So, jetzt sieht's gut aus. Orbit ist auch gleich geschafft. Und jetzt. Gut, den Orbit haben wir. Und wir haben noch 2000 über. Das ist echt sehr gut. So, unser Manöver-Tool haben wir natürlich jetzt auch freigeschaltet. Das heißt, wir machen hier mal ein Manöverchen. So, ungefähr hier. Und dann strecke ich einfach mal den Fühler raus. Okay. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja. Ich möchte aber... Wir sollen ja nur vorbeifliegen, ich weiß, aber... Ah, so nicht. Wie kriege ich den Kraxler? Da kriege ich den Kraxler. So. Den hätte ich jetzt nämlich ganz gerne. Wir müssen noch ein bisschen weiter beschleunigen. Beschleunigen. 94 ist immer noch zu viel. Ja, dann fliegen wir 16 Kilometer dran vorbei. Ey, der kickt uns aber dann komplett raus hier, ne? Huch. Was ist jetzt passiert? Was habe ich getan? Das wollte ich doch gar nicht. Auch gerade war es doch so gut. Ja, das ist mir ein bisschen zu niedrig. Komm. Oh, jetzt ist wieder zu viel. Moment. Ich fixiere das mal. So. Dann geht das, denke ich, schon mal besser. So, 13 Kilometer ist perfekt. Genau so will ich das. So. Müssen wir 800 reinkacheln. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch 2000 über. Also endlich mal eine Rakete, die funktioniert. War echt schon traurig, so zeitweise. Als so gar nichts klappen wollte. So, na komm. Zack, zack, zack. Zündung in. Ich hab Y gedrückt. Warum auch immer es nicht wollte. So, dann brennen wir das jetzt raus. SAS mache ich auch gleich aus, wenn wir rüberfliegen. Aus dem folgenden Grund, sonst nuckelt uns die Batterie leer. Gut, dass ich daran noch gedacht habe. Weil wir haben ja noch keinerlei Solarmodule oder so.
Und mit einer ausgenuckelten Batterie, ja, was willst du damit noch? Es ist nicht gut. Sagen wir es mal so. So. Versucht das mal hier möglichst genau zu machen. Ja. Upp. Dann gucken wir mal, wo wir gelandet sind. Ah, wir treffen ihn auf jeden Fall. Ja. Ach so, bin ich blöd, ey. So, so klappt das natürlich nicht. Okay, 17 Kilometer, was will ich mehr? Also genau das, genau so nehme ich das. Also ist gekauft. So, SAS aus, ganz wichtig. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Hier hin vorspulen. So, weil das ist jetzt nämlich weit über Körbin. Und da gibt es wieder schöne Pünktchen zu holen. Temperatur nehmen wir noch mit. Und dann schon mal so ein Schleim hier. So, und mit den Pünktchen, die wir jetzt machen, würde ich dann die nächste Forschung direkt freischalten. Also, dass wir den großen Science Junior auch noch mitnehmen können, weil der gibt auch immer noch ganz gut Punkte. Können wir bereits EVA machen? Ne, das dürfen wir noch nicht. Ist nicht so schlimm. So, jetzt wollen wir hier hin. Da kommt er. Ist das nicht schön? Das ist auch schon wieder so eine Sache, ne? Sowas klappt jetzt auf Anhieb. Temperatur nochmal. Nochmal Druck. Hoch über Moon, genau. So, hier nochmal. Den Schleim beobachten. Perfekt. So, dann hoffe ich, dass unsere Experimente auch überleben. Sie ist es ja noch. Das sieht doch schön aus. Komm, spulen wir mal vor. Kann man ja selber vorspulen. Ui. Das ist noch etwas nah. Etwas nah, etwas weit. So, aber wir knallen nirgendwo gegen. Das ist gut. Ist das schon nah? In der Nähe von Moon, genau. So, dann nochmal ein Thermi. Temperatur in der Nähe von Moon. Oh, und den letzten Slimy. Perfekt. So wollten wir das. Oh, wie ich jetzt schon keine Lust habe, da drauf zu landen. Mit den ganzen Kratern hier und so. Alter, ist mir der Minmus echt lieber. Muss ich sagen. Weil da gibt es so schöne Seen. Er gesagt, solche Ebenen halt. So. Spul mal hier ein bisschen vor. Wobei, wir wollen ja nicht flüchten. Das ist es ja. Wir wollen ja hier bleiben. Was muss ich da machen? Eigentlich hereinbremsen, oder? Oh, 200. Ah ja, wir haben noch 1200. Okay, das ist das Günstigste, was geht. Spulen wir mal vor bis zum Manöver. Und dann haben wir erstmal den Riesenorbit hier, aber den werden wir hier klein klopfen. Wir haben ja noch genug Sprit über, so ist es nicht. Und ich hätte ja jetzt auch nicht so nah an ihm, also vorbeifliegen müssen, aber ich wollte halt die Forschung mitnehmen. Mal gucken, ob uns das jetzt zum Verhängnis wird und unsere ganze Forschung wieder explodiert. Das, ja, das wird das Interessante. Ich sollte mich auch vielleicht mal ausrichten.
So. Dafür mache ich jetzt auch das SAS wieder an. Ja, ich will halt nicht in den Sonnenorbit. Weil da kriegen wir den nie wieder raus. Dann ist er verloren. Das wäre zumindest sehr schwierig. Das reicht eigentlich so schon. Perfekt. Aha, noch 12 Meter gespart. So, dann würde ich gerne hierhin vorspulen. Jetzt geht es nämlich darum, irgendwie so zu bremsen, dass ja, wir wieder bei Kerbin landen, ne? Wir wollen ja nicht im Weltraum bleiben. Eieieiei, guck mal, wie viele Tage das schon dauert. Da freue ich mich gerade, dass wir Vanilla spielen und nicht mit Mods. Weil es gibt nämlich noch so fiese Mods, wo man noch die Lebenserhaltung und sowas berücksichtigen muss. Ganz, ganz böse Dinger gibt's da. Guck mal, wir sind hier sogar schon bei Minmus. Der kommt uns schon entgegen. So. Aber der interessiert uns jetzt erstmal nicht, weil dafür haben wir sowieso noch keinen Meilenstein. So, jetzt machen wir mal hier. Ich will das eigentlich anpinnen. Jetzt pinnst du einfach an. So. Das ist halt das Schöne, wenn man so weit draußen da ist, dann braucht man nicht viel, um viel zu erreichen. Ah, das ist mir ein bisschen... Nee. Weil wir werden unheimlich schnell sein. Das ist meine größte Sorge. So, ja, so darf es erstmal bleiben. Und dann spulen wir mal bis hierhin vor. So. Crashen tun wir auch nichts. Ist auch gut. Aber jetzt sind wir halt hier, sind wir unheimlich langsam, aber umso umso näher wir Kerbin jetzt wieder kommen, umso schneller werden wir wieder. Weil jetzt kommen wir wieder so langsam, aber sicher zurück in seinen Gravitationsbereich. Das heißt, der zieht uns gut an. Ah, seht ihr das? Von irgendwas mit 50 Metern oder sowas auf 1000 irgendwas. Und so schnell will ich halt nicht rein. So. Spulen wir nochmal bis dahin vor. Ich muss nur auf meinen Sprit aufpassen, aber wir bremsen jetzt diese 800 Meter noch raus. Einfach nur, weil dann vielleicht meine Forschung nicht platzt. Ich werde sehr traurig sein, wenn die ganze Forschung explodieren würde. Deswegen versuche ich dem jetzt ein bisschen vorzubeugen und habe nicht den Direkteintritt jetzt genommen, sondern werde jetzt hier noch bremsen. So, weil dann nehmen wir hier nämlich noch ordentlich Geschwindigkeit raus. Ah, schaut mal. Und jetzt, ich habe echt Panik, dass wir es nicht gebremst kriegen. So, jetzt spulen wir nochmal dahin vor. Es ist immer noch unheimlich hoch, aber... Ich habe nur noch 200 oder ja knapp 300 Meter die Sekunde und... Ich gehe lieber auch nur mal sicher, bevor wir nicht mehr aus dem Weltraum rauskommen. Dann gehe ich lieber auf Nummer sicher, bremse das jetzt ein und nutze dann den Rest vom Sprit halt noch, um es noch präziser zu bremsen. So, da sollte der Planet uns schon einfangen. Wo kommen wir da runter? Ja, naja, könnte besser sein, aber... So, spulen wir mal hier hin vor.
und Solarpanels, die wären auch ganz praktisch. Wenigstens die einfachen erstmal. Es ist echt blöd, wenn einem der Strom ausgeht. So, unsere Mission haben wir auch geschafft. Spult der noch? Ne. Wollte gerade sagen. So richten wir uns schon mal aus. Und dann spüle ich noch ein bisschen. Mit dem Spüli. So. Komm, komm. Und jetzt gehen wir am besten in die Anzeige, weil hier haben wir einen Höhenmeter. Ja. Naja. So. Komm schon. Und dann bremsen wir noch die 237, die wir da haben, auch noch rein jetzt. So, jetzt hat er uns sowieso gefangen. Bremsen wir noch rein, was geht. Und dann verabschieden wir uns von der Stufe. So, tschüss. Jetzt hoffen wir einfach, dass die Forschung und alles überlebt. Und dass wir nicht unbedingt in den Berg reinkrachen. Wäre vielleicht auch noch ganz praktisch. Oh, das sieht mir aber so aus, als auf Land werden wir wahrscheinlich treffen. Oder? Oder? Ja, Hauptsache nicht auf dem Berg, ey. Ein Berg ist echt böse. So. Oh, wie still das auf einmal ist, ne? Wenn diese Weltraummusik da auf einmal aufhört, dann ist es echt mega still. Aber bisher ist unsere Forschung, ja, noch relativ gut geschützt. Das strahlt dran vorbei, das ist gut. Obwohl, ja, so ein bisschen, oder? Ja, doch, so ein bisschen kriegt's was ab, aber anscheinend hält's das noch durch. Oh Gott, ey, das wird jetzt interessant. Ich will eigentlich gar nicht vorspulen. Weil er kann ich nämlich so schlecht reagieren, falls doch was passiert. Sieht aber noch gut aus. Nein, das sieht schlecht aus. Obwohl. Ne, wir fliegen dran vorbei. Boah, Gott sei Dank. Ah, schafft er das zu bremsen? Ja, ne? Ja, doch. Oh ja, wenn wir im Meer landen, hätte ich da auch nichts dagegen. Würde mich sogar freuen. Wir haben einen Crewbericht vergessen. Wir hätten einen Crewbericht am Mond machen können. Naja, man kann nicht an alles denken, wa? Oh, und ich sehe schon, die Folge hier jetzt ist schon wieder 28 Minuten lang. Ich würde sagen, nachdem wir geguckt haben, ob die Forschung jetzt überlebt oder nicht, würde ich dann mit der Folge dann erstmal Schluss machen. Weil die geht dann lange genug. Aber ja, dann haben wir so 20 bis 30 Minuten Folgen. Dann passt das. Dann passt das, denke ich, ganz gut. Alle Forschung hat überlebt. Das ist richtig geil. Oh, das wird so viel geben jetzt. Jetzt können wir uns gleich richtig was freischalten. Oder eher gesagt, in der nächsten Folge, dann starten wir damit. Mit den Freischaltungen. So. Aber wir können ja hier noch einen Crewbericht machen, ne? Kann nichts bringen. Naja, gut. Aber unsere ganze Forschung hat überlebt. Das ist das Wichtigste gewesen. Für mich persönlich zumindest. Wir haben die Mission erfüllt. Auch noch ganz cool ist. Und wir haben 238 Forschung jetzt. Doch perfekt. Neues Geld haben wir auch gekriegt. Und Jeb hat sein erstes Sternchen bekommen. Was auch nicht schlecht ist. Na gut, aber jetzt könnten wir theoretisch gesehen sogar das hier upgraden, ne? Ich gucke noch mal ganz kurz ins Missionszentrum.
So, wir müssen ausprobieren, wie gut wir Rendezvous durchführen können. Oh Gott, ich hasse es. Dann werden wir uns damit das nächste Mal beschäftigen. Und wir haben ja noch die Touristen. Die müssen wir auch noch kurz hochschießen. Na gut, dann wissen wir, was wir zu tun haben fürs nächste Mal. Dann sage ich mal, vielen, vielen lieben Dank fürs mit dabei sein, wer es bis hierhin sieht. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir wissen ja jetzt, was wir da machen werden. Und ja, mir macht es sehr viel Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch auch. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und tschüss.